sagen können. Moin moin und herzlich willkommen zurück zu Gothic 2, die Nacht des Raben. Wir haben ein dickes Problem, wo ich nicht weiß, wie wir das lösen können. Wir müssen in der Lage sein, jetzt die Suchenden besiegen zu können, so glaube ich zumindest, um weiterzukommen. Und wir haben aber hier auch so viele Quests noch offen. Das Auge Innos ist sogar noch hier. Pyrka will, dass ich den Wassermagier Vatras in der Stadt um Rat frage, was mit dem zerstörten Auge nun zu tun ist. So, die Vermisst können wir ja noch nicht weitermachen. Da gibt es so vieles, was wir momentan nicht weitermachen können. Oder warte mal. Schafdiebe, Bromos goldene Schale, Lucia, Joe, leere den Krug in einem Zug. Das habe ich auch noch nicht gerafft. Wie wir das lösen? Vielleicht brauchen wir einen Schlafzauber oder sowas. Ich weiß nicht, wo ist denn der Suchende, der hier sein soll? Na, jetzt ernsthaft, wo ist der hin? Der hier immer unterwegs war. Ich hoffe, der ist jetzt nicht hier. Oh, der ist da hinten unterwegs, aber gut. Bisschen Abstand zu dem gewinnen. Und dann zu Xardas, würde ich sagen. Was wir machen müssten, wäre vielleicht doch nochmal irgendwie Dexter den Besuch abstatten, weil der ist eigentlich, glaube ich, nicht mal relevant. Vielleicht gehen wir da auch nochmal dahin. Und das sind ja auch Erfahrungspunkte da oben. Ah, da ist schon der nächste Suchende. Ich versuche mal an denen allen vorbeizukommen, ohne angegriffen zu werden. Denn eigentlich Dexter und die Truppen da oben, die sind ja eigentlich auf der Jagd nach mir. Und Dexter hatte ja zu denen gehört, die mich ja verraten hatten, also uns hier verraten hatten in Gothic 1. War doch so, oder? Dexter hatte zu den Verrätern gehört. Aus dem alten Lager. Greg ist ja immer noch hier unten. Was macht denn Greg hier unten eigentlich? Ist er nicht eigentlich auf der Suche nach Dexter? Hey. Der macht nichts. Wir gehen gleich auf jeden Fall noch einmal hoch zu Dexter. Und wie viel fehlt uns jetzt noch? Immer noch mehr als genug für den nächsten Aufstieg. Warte mal, ich spreche einmal mit Cord. Wie viel bräuchte ich für die nächste Zweihand-Verstärkung, also Auflevelung? So, bring mir bei, wie man kämpft. Bring mir bei, wie man kämpft. Ich kann dich an jeden. Ja. Okay, Zweihand immer. Ne, 5 Punkte kosten immer noch. Okay. Kann er mir nicht mehr allzu schnell beibringen. Dann wären wir bei 54%. Aber warte mal. Einhänder? Ja. Kann ich mit Lee noch mal reden? Davon lasse ich lieber die Finger. Gibt's was Neues wegen Bennett? Gibt's was Neues wegen Bennett? Er scheint im Knast zumindest keine bleibenden Schäden davon getragen zu haben. Gute Arbeit.
Ich weiß nicht mehr, was ich glauben soll. Apropos Bennett. Ich will mit dem auch nochmal quatschen. Hodges, Bulko, Bennett. Hey, du. Kannst du Schmuckstücke reparieren? Kannst du Schmuckstücke reparieren? Kommt drauf an. Ich müsste das Schmuckstück zunächst mal sehen. Okay. Da klappt was. Also da, ich muss das erstmal haben. Ich muss das Schmuckstück erstmal holen, das Auge Innos. Es war genauso, wie du sagst. Dann müsste ich... Hat Gorn eigentlich noch was Neues zu sagen? Was willst du jetzt machen? Was willst du jetzt machen? Ich denke, ich werde mir erstmal den Bauch vollschlagen. Ja, war klar. Mal sehen. Vielleicht gehe ich in die Minenkolonie zurück. Jemand sollte ein Auge auf die Orks werfen. Sonst stehen sie plötzlich ohne Warnung alle hier vor der Tür. Ich weiß gar nicht mehr, wem man noch glauben kann. Okay, also nichts Neues. So, ich muss jetzt aber erstmal diesen einen... Ich habe jetzt zwei Lederbeutel, ne? Wo hast du das denn schon wieder her? Ja, das hat er wirklich braucht. So. Und, hier. Heilung der Besessenheit. Ich fühle mich erlöst. Da muss man mal so. Kräftig dazu. Bis zum nächsten Morgen. Und dann speichere ich das hier nochmal. Dann würde ich mich jetzt mal auf den Weg zu Dexter nochmal machen wollen. Und gucken, ob ich die alle da platt machen kann. Da unten war das ja. Ich frage mich auch... Nein. Drachensnapper und einen Suchenden. Vor Dexters Eingang. Ah, nein. Mir wird hier auch gar nichts gegönnt. Gar nichts. Kann ich andere Quests vielleicht machen? Hier, Snapper-Krallen. Der Händler Lutero sucht nach Krallen eines besonders mächtigen Snappers. Schafdiebe des Richters Lakai. Schafdiebe. Akil wird ständig Schafe geschult. Er hat die Banditen in der nahegelegenen Waldhöhle in Verdacht. Stimmt, da gab es ja... Da hatten wir ein bisschen was gemacht, geschafft. Als wir zum Drachensnapper wurden. Wieso pisst er da die ganze Zeit? Der ist andauernd nur am Pissen. Da muss man auch mal zuhören. Ich hab da meine eigene Meinung. Vielleicht können wir auch hier einfach mal in den Wald reingehen. Wir haben ja einiges ausgelöscht gehabt, dezimiert gehabt. Und wir haben ja gespeichert. Können ja gleich nochmal speichern. Und gucken, was wir da vielleicht noch entdecken, finden. Da gab es ja auch irgendwo noch Banditen, glaube ich. Ich hoffe, hier sind jetzt keine Vargs. Gegen Vargs komme ich nicht an. Momentan. Und auch nicht der Schattenläufer. Ich hoffe, der Schattenläufer findet mich nicht. Und ich laufe ihm auch hoffentlich auch nicht direkt vor die Füße. Ist aber auch so dunkel jetzt. Da sind welche. An Vargs. Da sehe ich was. Ach, das von der Kräuterhexe. Wie heißt sie nochmal, oder? Die Höhle der Kräuterhexe. Ich halte mal trotzdem. Das hier, Schwert gezückt. Ja, ist die Kräuterhexe.
Sagitta. Da bediene ich mich mal nicht. Weil ich jetzt nicht weiß, wie die darauf reagiert, wenn ich mich einfach an ihren Sachen bediene. Ich speichere mal hier, weil auf die zwei wieder. Da vorne ist aber auch wieder Licht. Und da ist noch Feldräuber. Und Banditen. Okay. Gefällt mir gerade gar nicht. Okay, geht doch. Okay, nice. Alter, geil. Holzfäller-Axt. Das ist eine goldene Schale. Bromos goldene Schale. Hier war das die ganze Zeit. Ernsthaft? Nichts zu holen. Ich will den Banditen. Da war doch noch ein Bandit. Hier war die ganze Zeit Bromos goldene Schale. Und ich suche im falschen Lager die ganze Zeit wegen der Banditen nochmal. Ich hatte gedacht, die wäre da, wo Dingens ist. Pech. Truhe. Ah. Okay, nice. Da ist eine Steintappe. Ah, oh, komm. Weg. Weg, weg. Ach nein, hör auf! Die Steintafel. Da war noch was. Noch ein Degen der Banditen. Dann müsste hier wahrscheinlich auch Lucy sein, ne? Degen der Banditen. Schinken. Wasser. Lucias Abschiedsbrief. Trank. Wagfell. Brot. Reptilienhaut. Lucys Abschiedsbrief. Lucias Abschiedsbrief. Liebster Elbridge, mir fehlen die Worte, um zu beschreiben, wie leid es mir tut. Ich weiß, dass du es nicht verstehen wirst. Aber ich bin zu dem Schluss gekommen, dass es besser für uns beide ist, wenn du dir ein anständigeres Mädchen als mich suchst. Von dort, wo ich jetzt hingehe, werde ich nicht mehr zurückkehren. Vergiss mich. Eine Dirne wie ich ist nichts für so einen aufrechten Kerl, wie du einer bist. Leb wohl, Lucia. Ist sie tot? Haben sie sie getötet? Nichts zu plündern. Ist Lucy tot? Oder Lucia? Gibt's, was Lucia angeht, neue Infos? Lucia schrieb einen Abschiedsbrief an, das wird ihn sicher interessieren. Da ist nichts zu holen. Das speichere ich aber auch einmal. Das wird jetzt auf die drei gespeichert. Das finde ich jetzt sehr interessant. Also... noch mehr Untote. Ich habe zu wenig Leben.
Wir haben aber auch zum Glück gespeichert. Das heißt, den Kampf werde ich nicht nochmal machen müssen, der gerade war, mit den Banditen und den Feldräubern. Gehen wir mal direkt zu Elbridge, weil das mit den Vermissten, wir sind jetzt einen kleinen Schritt weiter. Und wir haben Bromos goldene Schale, das heißt, das können wir auch schon mal abschließen. Da ist er. Was war gerade mit denen in der Hütte? Egal, wir gehen jetzt nach Corinnes. Bringen erstmal die goldene Schale weg und jetzt will ich wissen, was mit Dings. Was ist eigentlich der Unterschied? Hoppala. Was ist jetzt der Unterschied zwischen der goldenen Schale und der Name Bromo ist mit einem scharfen Gegenstand in den Boden der Schale geritzt worden. Ernsthaft? Hätte ich nicht mit dem Dolch auch den Namen Bromo da reinritzen können? Und einfach irgendeine goldene Schale? Ich hätte einfach irgendeine nehmen können. Ja, okay, vielleicht hat es irgendwie einen mentalen Wert oder sowas. Wer weiß das, also... Also ich weiß das zumindest nicht. So, ich will jetzt aber auch wirklich langsam stärker werden, was diese... Suchenden angeht. Also Ziel ist es, die Suchenden besiegen zu können, ja? Wir hatten da auch einige Schlüssel eingesammelt. Apropos Schlüssel, was waren das hier? Ach ne, Dietrich, das waren Dietrich, keine Schlüssel. Also gut, Dietrich haben wir ja. Och nein, geh mir nicht auf die Eier. Warum? Warum ich? Warum jetzt? Warum habe ich die Zeit mit, warum habe ich das mit Kapitel 3 nicht, mir ein bisschen mehr Zeit gelassen, ja? Wenn ich irgendwann den zweiten Durchlauf anfange im Stream, wir werden uns definitiv mit Kapitel 2 mehr Zeit nehmen. Denn woher sollte ich wissen, warte mal, Daron, der Schmierige hier, kann ich ihm Geld spenden, damit er mir irgendwas gibt? Ein Segen oder sowas? Das darfst du keinem erzählen. Komm, ich gebe ihm mal 200. Los, segne diesen Mann. Lass dein Licht über ihm leuchten. Ich will aber... Schenke ihm Kraft, nach der Gerechtigkeit zu handeln. Mit eigenen Augen gesehen hätte. Ich wollte aber jetzt Stärke oder sowas haben. Wer sagt denn sowas? Du bist ein Sträfling aus der Minenkolonie. Verschwinde. Ich glaube. Ach. Ich hasse Kantor dafür. Schlimmer. So, erstmal aber zu Bromo. Der will seine Schale wieder haben. Obwohl Elbridge ist näher. Dann lass zuerst zu Elbridge. Oder Elfrich, wie der hier auch genannt wird. Ich habe einen Brief von deiner Lucia gefunden. Ich habe einen Brief von deiner Lucia gefunden. Was? Gib ihn her! Nein!
Das glaube ich einfach nicht. Nein, ich kann das nicht glauben. Es kann nicht sein, dass sie mich einfach zurücklässt. Nimm den Brief wieder mit. Ich will ihn nicht. Ich glaube fest daran, dass sie eines Tages wieder zu mir zurückkommt. Okay. So, wie sieht's dann hier mit Bromo? Warte, wie hat sich die Quest aktualisiert mit Lucia? Edward will nicht glauben, dass Lucia mit den Banditen freiwillig mitgegangen sein soll. Er hofft trotz ihrem eindeutigen Abschiedsbrief immer noch auf ihre Rückkehr. Okay, Lucia haben wir immer noch nicht abgeschlossen. Das heißt, sie kann irgendwo entweder noch lebendig oder tot aufgefunden werden. Aber jetzt mal zu Bromo. Ich habe deine Schale gefunden, die dir Lucia gestohlen hat. Ich habe die Schale gefunden, die Lucia dir gestohlen hat. Großartig. Das wurde aber auch Zeit. Willst du gar nicht wissen, wo Lucia ist? Willst du gar nicht wissen, wo Lucia ist? Nein, wieso? Die Schale ist doch wieder da, oder nicht? Es ist bisher ohne Lucia gegangen, dann wird es das auch weiterhin. Reisende soll man nicht aufhalten. Wie sieht's mit Finderlohn aus? Wie sieht's aus mit Finderlohn? Du kannst dich mit einem meiner Mädels umsonst vergnügen. Ist das nichts? Nee, ich hätte lieber Geld. Das ist mir zu wenig. Das ist mir zu wenig. Nimm es, oder du brauchst hier gar nicht wieder aufzutauchen. Scheiß drauf. Ich will die Punkte haben. Hier deine Schale. Danke. Geh zu Nadja. Sie wird dich nach oben begleiten. Ja, das will ich mir jetzt nicht nochmal antun. Also, nichts gegen Nadja. Die ist eine tolle Frau, aber ich kann wieder nur noch weiter reinreden. Ich will eigentlich wissen, wo. Ich habe nämlich gegoogelt gehabt. Attila soll eigentlich jemand irgendwo sein, aber ich finde den auch bisher nicht. Finde ich irgendwie ganz komisch. Der ist bei mir noch nicht aufgetaucht. Was die Diebesgilde auch angeht. Weil das mit der Diebesgilde, das ist bei mir irgendwie, glaube ich, ein bisschen buggy. Der hätte eigentlich schon längst erscheinen sollen. Was mit dem? Bürger. Das weiß doch inzwischen jeder. Das ist nur typisch. Soll ich mich denn noch alles kümmern? Der Job ist gut gelaufen. Aber über meinen Auftraggeber spreche ich nicht. Also bleib ruhig. Ja, ich will endlich, dass mal hier weitergeht, ja? Der hat nichts Neues. Also. Von dem kriege ich nichts Neues. Der erzähle ich gar nichts mehr. So. Dann haben wir Joe. Harkon, ein Händler in Korinis, behauptet, dass ein Mann namens Joe einfach spurlos verschwunden ist. Dieser Joe wüsste angeblich, wie man in einem der Stadttürme, den die Miliz ihre Waffen aufbewahren, hineinkäme. Können wir die Dingens da knacken? Worum soll ich mich denn noch alles kümmern? Hier gibt es ja einige Stadttürme. Das hier ist ja auch schon der erste. Ohne den richtigen Schlüssel kriege ich das nie auf. Wie öffne ich das? Oder gibt es hier und der Mensch erschlug das Tier irgendwo noch ein offenes Fenster? Es ging ein in Belias Reich. Gibt es noch einen anderen Stadtturm? Da vorne ist noch ein Stadtturm. Von der Seite komme ich nicht da rein. Hier runterspringen will ich jetzt auch nicht. Könnte zu gefährlich sein. Aber apropos. Vielleicht können wir von hier in den doch noch reinkommen. In seiner Weisheit tat es.
Oder auch nicht. Ja gut, gibt's hier oben eigentlich auch noch Loot? Auf den Dächern hier? Oder nur in der Unterstadt, sage ich jetzt mal. Hafenviertel. Komme ich hier auch runter, ohne Schaden zu kriegen? Ich bin jetzt wie so eine Katze, ich komme hier nicht mehr... Boah, das war knapp. So, Pablo. Aber komm, wir quatschen jetzt auch noch einmal mit Vatras. Oder warte mal. Aber das Licht war eine Qual für Belia. Karagorn. Koragorn. Wurde von Belia zerstört. Adanos aber sah, dass so nichts sein kann. Den müssen wir noch verprügeln. Den will ich noch verprügeln. Kein Licht und keine Dunkelheit. Hey. Ich habe da ein Problem mit dem Auge Innos. Ich habe da ein Problem mit dem Auge Innos. Ich könnte deine Hilfe brauchen. Und erfordert dein Problem, dass ich die Stadt verlassen muss? Weiß nicht. Möglich. Ich warte schon seit Tagen auf meine Ablösung. Die anderen Wassermagier sollten schon längst wieder in Korinis sein. Sorge dafür, dass wenigstens einer von ihnen mich in der Stadt ablöst. Dann kann ich dir sicher auch bei deinem Problem helfen. Okay, gut. Okay. Ich muss irgendwie einmal hier rein, aber eine Quest haben wir jetzt erfüllt. Genau, die Schafdiebe. Vilgots Flucht. Vilgot will, dass ich ihn aus dem Tal bringe. Stimmt, das müssen wir auch noch machen. Irgendwie die aus dem Tal rausholen. Aber ich glaube, ich lege mich jetzt einmal auch nochmal pennen. Dann würde ich einmal... Bis zum nächsten Morgen. Genau. Oder warte mal. Ich will einfach mal Valentino verprügeln. So irgendwie ich... bis zum nächsten Abend. Schlafen wir mal. Dann machen wir ein kleines bisschen länger, bis wir Valentino verprügelt haben können. So... Der müsste ja da vorne irgendwo sein. Und an diesem Ort waren Ordnung und Chaos zugleich. Und so, ich speichere einmal auf die hier, würde ich sagen. Dann folgen wir mal Valentino und verprügeln ihn dann. Keine Ahnung, wo der hingeht, aber ich und will den verprügeln. Das Meer gab das Land frei. Und es entstanden alle Wesen. Bäume wie Tiere, Wölfe wie Schafe. Nee, warte. Hey. Komm. Ich muss dir wohl ein paar Manieren beibringen. Ich muss dir wohl mal Manieren beibringen. Macht mir nichts. Du kannst mich ruhig verprügeln. Wenn ich morgen aufstehe, wird's mir wieder gut gehen. Aber du musst mit deiner Visage ein Leben lang rumlaufen. Na, ich hasse ihn. So. So, aber ich will ihn verprügelt haben, ja? So. Das nehme ich alles mit. Und seinen Gehstock nehme ich mit. Hauptsache, wir haben das einmal getan, haben die Erfahrungspunkte. Koragorn. Zeig mir deine Ware. Der hat hier Honig. Wacholder, Bier, Schinken, Wein. Kann ich ihm... Ich könnte ihm ja... das hier verkaufen. Schattenläuferfeld. Hier Goldbrocken kannst du haben. Hier den Pech. Den silbernen Ring, den brauche ich ja nicht. Alte Münzen. Ich weiß nicht, was ich mit den alten Münzen anfangen soll. So, hat die nicht sonst noch ein bisschen mehr was? Hier, Holzfäller-Axt, Degen, Degen der Banditen. So, ich habe jetzt endlich wieder Geld und Gehstock. Hier unten, Bogen. Ach, zwei Bogen.
Dann haben wir das mit Valentino geschafft. Das ist ja interessant. Will er noch quatschen? Lass mich in Ruhe, du brutaler Mistkerl. Warte, bis Lord André davon hört. Nice. Okay, gut. Dann haben wir das zumindest erledigt. Warum hört eigentlich keiner? Mit Lord André müssen wir uns trotzdem nochmal bestimmt auseinandersetzen, was das angeht. Aber da würde ich sagen, das machen wir in der nächsten Folge. Und vielen Dank, dass ihr wieder mit dabei wart. Ich bin's, euer Max Deus. Und ciao.